Schönen guten Morgen. Ich heiße Sie herzlich willkommen zu unserer Krone TV Blattbesprechung. Ja, liebe Petja, ich muss ehrlich gestehen, ich habe gestern am Abend und in der Nacht darüber nachgedacht, wie soll ich das erste Thema heute ankündigen? Und ich kann es nicht schönreden. Also es ist ein Fehler unterlaufen am außerordentlichen Bundesparteitag der SPÖ. Es ist jetzt doch Babler, der SPÖ-Chef ist. Sie haben die Namen vertauscht. Die Leiterin der Wahlkommission, Grubeser, hat ja gestern am Nachmittag noch eine Pressekonferenz einberufen, in der sie das Ganze erklärt hat. Sie spricht von einem technischen Fehler. Und jetzt erklär mir mal, wie kann es ein technischer Fehler sein? Also ein Mensch tippt doch die Namen ein, oder? Was ist jetzt geschehen? Ja, also schönen guten Morgen. Ich würde mal sagen, diese Zerrissenheit, diese Grabenkämpfe und der Streit in der SPÖ ist kein, also es ist kein Zufall, dass das passiert ist. Ich glaube vielmehr, dass man sich, die Lager haben sich gegenseitig belagert, statt offenbar sich zu konzentrieren auf die Sache. Es ist ja zurückgetreten, der eigentliche Wahlleiter, der erfahrene Wahlleiter Harald Kopitz ist ja zurückgetreten aus gesundheitlichen Gründen, hat sich gemobbt gefühlt. Das war schon bei der Mitgliederbefragung, dass man da irgendwie so gegenseitiges Misstrauen die ganze Zeit versprüht hat. Und das ist eben das Ergebnis. Das ist kein Zufall meiner Meinung nach und auch kein technischer Fehler, sondern tatsächlich einfach menschliches Versagen. Ja, und unser Krone-TV-Chef Max Madelig hat ja gestern davon gesprochen, dass Hans-Peter Doskozil Unruhe in der Partei gestiftet hat. Also in gewisser Weise ist er ja verantwortlich, dass die Partei jetzt an dem Tiefpunkt sozusagen angekommen ist. Andreas Babler steht vor einem Scherbenhaufen. Was sagst du als Politikexpertin? Er ist ja doch sehr unerfahren. Ein gewisser Meinungsforscher hat ihn sogar als Dorfbürgermeister bezeichnet. Was traust du ihm zu? Ja, das sehe ich auch so. Also es wird wirklich keine leichte Aufgabe für Babler. Also nur mit mackigen Sprüchen wird er nicht weiterkommen. Ja? Und vor allem eben dieses die Partei einen, das ist wirklich eine mega Aufgabe. Mal sehen, ob er das schaffen wird. Die inhaltliche Verengung, die ich jetzt bei ihm sehe, wo er eben sagt, Vermögensteuer ist eine Koalitionsbeziehung, also wie sich da eine Koalition dann eventuell mit der NEO auch ausgehen soll, dann nächstes Jahr schauen wir mal. Schauen wir, ob wir überhaupt bis nächstes Jahr warten oder vielleicht schon früher wählen. Das ist nämlich auch möglich. Also ich höre langsam heraus, du hast das Gefühl, der Babler ist ja noch ein größerer Träumer als Doskozil. 30% schafft er nicht. Ich weiß es nicht, aus heutiger Sicht nicht, aber man weiß ja nie. Ja, aber machen wir mal doch eine kleine Vorschau. Also Hans-Peter Doskozil hat ja in seiner ganz kurzen Zeit als SPÖ-Chef doch ein bisschen an der Partei gebastelt. Er wollte eine Doppelspitze mit Max Lercher, seinem Vertrauten, und Julia Herr, die Babler unterstützt. Nun sind die Karten neu gemischt. Dem ist übrigens hinzuzufügen, dass die Leiterin der Wahlkommission ja die Ehefrau von Max Lercher ist. Wie könnte denn das neue SPÖ-Kader aussehen? Also ich würde dem Babler schon sehr raten, dass er auch erfahrene Leute einbindet und vielleicht nicht nur irgendwie junge Leute in die Parteizentrale setzt, weil du brauchst einfach für so eine Partei, um sie zu führen, brauchst du auch Erfahrung im gewissen Sinne. Also du kannst jetzt nicht völlig neue Leute überall einsetzen, also das könnte ins Auge gehen. Mal sehen, also Julia Herr ist auf jeden Fall Lager Babler, die eventuell die Eva-Maria Holzleitner, die Gewerkschafterin im Parlament, dass die eine wichtige Rolle übernimmt. Schauen wir mal. Ja gut, aber jetzt kommen wir zu unserer nächsten Story. Die haben wir übrigens auch exklusiv in der Krone. Die Causa Eurofighter, dazu müssen wir jetzt 20 Jahre zurückgehen. 2003 hat man diese Abfangjäger bestellt und das ist natürlich klarerweise, wie der Name schon sagt, Abfangjäger kosten Milliarden. Jedes Mal, wenn so viel Geld dahinter steckt, ja, da gibt es immer Korruption und Geldwäsche. Bitte, wenn du mir das ganz kurz erklärst, worum es geht. Ja, die Causa Eurofighter verfolge ich tatsächlich seit 20 Jahren. Es ist sehr kompliziert. Es ist ein undurchschaubares Netzwerk von Lobbyisten, die alle kassiert haben und Geld verteilt haben. Und jetzt stellt sich heraus, also zwei werden bald auf der Anklagebank sitzen. Mhm. Es wird eine Anklage geben, dass sogar offenbar kiloweise Gold in die Schweiz gekarrt wurde. Das ist fast schon ein Krimi wie aus einem Buch. Also, Justizthriller, ja? Ja, also dieser Prozess wird sicher sehr spannend werden. Also ein wirklicher Experte in diesem Bereich ist der Peter Pilz, weil der verfolgt das auch seit 20 Jahren und hat wirklich minutiös das alles aufgeklärt. Vielen Dank für die spannenden Themen, Petja. Ja, und damit mit dieser etwas roten Blattbesprechung darf ich heute ins Studio zurückgeben.